Dankeschön. Ich danke Herrn Riegler für die Einladung. Ich bin sehr froh, dass ich da hierher kommen durfte. Es geht schon aus dem Plakat hervor, dass die heutige Lektion zwei Ebenen hat. Also Film, das sieht man hier, und Essen, Kochen. Wir beginnen ohne Kommentar mit Film und ich bitte Frau Bruschke und meine liebe Frau, das Gesichtsfeld für den Film vorzubereiten. Das steht absichtlich hier, damit auf nicht-verbale Art ausgedrückt wird, dass es sich um mehrere Ebenen handelt. So. Thank you.
So. Das war jetzt das Kino. Können wir bitte umstellen wieder auf eine andere Realität? Ja, wir sind in einem Raum, der nicht ein wirkliches Kino ist, weil er weiß ist. Kino gehört schwarz, rundherum alles, Fußboden, Sitze, Plafond, alles schwarz, damit man, ich habe ein so ein Kino, ich habe mehrere realisiert, es gibt nur noch eins im Österreichischen Filmmuseum in Wien. Ein Kino soll nicht ein Raum sein, wo der Architekt seine Stückel aufführt, sondern ich fange gleich an mit Architektenbeschimpfung, weil ich weiß, dass ich hier bei Architekten bin, sondern ein Kino ist eine Maschine. Eine Maschine, so wie eine Kamera. Das Innere einer Kamera, ja, ist das, was einem Kino ähnlich schaut. Und ein Kino soll so sein, dass man gar nicht weiß, wie groß der Raum ist. Ja. Praktisch gesagt, der Plafond muss ziemlich viel höher sein wie die Leinwand. Die Sitze müssen erhöht sein, damit man nicht den Kopf vom besten Freund im Bild hat und ihn zu hassen beginnt. Es soll gar nicht da sein. Ich habe deshalb mein Kino unsichtbares Kino genannt. Alle Kino, die es gibt, sind falsch. Ja? Meins ist das Normale, aber das ist genau das Schwierigste und besonders in unserer Zeit, die völlig verblödet ist, ähnlich wie das Rokoko oder die Spätgotik, wo es nur aufs Angeben ankommt und aufs Selbstdarstellen. Die Kunstakademien sind total kaputt. Ich sage, ich weiß, dass ich in einer stehe jetzt, sage ich das absichtlich. Man kann sie trotzdem benutzen auf der Suche nach dem kleineren Übel, nicht, weil nichts anderes da ist. Aber man muss schauen, wie man damit umgeht. Ja? Nur nicht an das glauben, was der Zeitgeist heute bietet. Ja? Sonst ist man erledigt. Gut, das war das Kino. Jetzt zum Thema, worum es heute geht. Ich bin dem Ende meines Lebens schon ziemlich nahe. Meine Kräfte sind nicht mehr wie früher. Ich weiß nicht, wie weit ich mit den mir vorgenommenen Dingen kommen werde. Ich biete ein bisschen was an unter dem Motto besser wenig als gar nichts. Und es wird fragmentär sein und ich werde vielleicht den Faden verlieren oder ich weiß es nicht, bitte ich dann um Entschuldigung. Ich kann mir jetzt leisten, sozusagen zurückschauen auf das, was ich erleben durfte. Der wichtigste Schritt vielleicht für mich war das Heraussteigen aus dem religiösen, ererbten Gebäude. Das heißt, die Weltsicht, dass mit dem Tod nicht alles aus ist, dass es also eine Seele gibt, die man hat, dass es einen gütigen Herrscher gibt, der alles erschaffen hat und so weiter. Ja? Wenn man das mal hinter sich hat, das ist gar nicht leicht, ich habe 30 Jahre gebraucht, bis ich sozusagen freier war. Ganz frei kann man es nicht werden, wenn man einmal so geboren ist. Denn man die Prägungsphasen, die man in der Jugend durchmacht, so wie die Graugänse beim Lorenz, die kriegt man nicht los. Also man hat immer noch Ehrfurcht, wenn man das Wort hört, er ist zwar ein Wissenschaftler, aber er ist tiefgläubig. Ja? Und in Wirklichkeit ist er behindert. Nicht? Also ein Mensch heutzutage, der tiefgläubig ist, ist behindert. Denkbehindert. Ja? Er kann nicht denken, weil es ist nicht nur die Tatsache, dass es kein Leben nach dem Tod gibt, keine Seele und keinen gütigen Gott, sondern alle Begriffe, mit denen wir arbeiten müssen, sind in diesen 3000 Jahren entstanden in den Religionen, nicht, die Philosophie geprägt haben. Also wir haben ein Erbe und
ich, wenn ich was sagen darf, was Programmatisches, ich bin also nicht hier, um Rezepte zu geben, wie man die Welt verbessert. Ja, das kann man nicht. Die Welt eben, die läuft. Ja. Was das Großartige an unserer Zeit ist, dass wir die Chance haben, eben diesen Ausstieg, ja, der uns zur Verfügung steht, ja, in ein neues Denken, ein neues Weltbild hinein, dass wir das angehen können, dass wir wissen können, dass wir sehr wohl sozusagen im Universum vorhanden sind, wenn auch nicht in dem Sinn, dass wir brave, also Wesen hier sind, die dann später belohnt oder bestraft werden, sondern, also man kann heute mit Gewissheit sagen, dass das, was der Heraklit schon vor 2500 Jahren gesagt hat, dass sich alles bewegt. Ja? Das ist eine unglaubliche Erkenntnis gewesen, ohne jede technischen Hilfsmittel. Ja? Er hat gesagt, wenn man zweimal in denselben Fluss steigt, ist es nicht mehr derselbe Fluss. Grandios. Ja? Diesen ihn rechnet man zur Philosophie. Man müsste ihn ehren, indem man sagt, er war kein wirklicher Philosoph, denn die Philosophie fängt dann an mit Sokrates, er gehört zu den Vorsokratikern, die sich noch anständigerweise mit dem Universum beschäftigt haben. Ab Sokrates ist die Philosophie kaputt, weil sie sich beschäftigt mit, wie die Menschen untereinander auskommen sollen, ja, mit Moral und und dann mit Tröstungen, eben wie Seele und Werte und diese ganzen Erfindungen. Also die Philosophie ist zu nichts zu brauchen, ja? Außer der Philosoph hat eine gute Sprache und stellt Dichtung her. Ja? Und die muss man als Dichtung benutzen, nicht als Wahrheit. Ja? Dann sind manche Philosophen okay, so wie gute Dichter in Ordnung sind, so wie die Bibel in Ordnung ist, aber als Gedicht, beziehungsweise als Historie. Die Bibel besteht aus 500 Teilen, die alle interessant sind. Die beste Quelle, eine der besten Quellen über unsere Vergangenheit, nur ist sie falsch benutzt. Also ich habe die Bibel durchgelesen vom Anfang bis zum Schluss. Es war eines der wichtigsten Bücher. Und wenn man das macht, ist man vom Glauben geheilt. Ja, das geht ganz einfach. Wenn jemand noch Glaubensreste in sich spürt, Bibel lesen. Ja? Und dann ist die Geschichte, und zwar zugunsten der Bibel auch, weil man sie nicht mehr verlachen muss, wie wenn man nur sagt, ja, es ist alles ein Blödsinn. Ja? Ein Blödsinn ist es nicht, denn es ist gewachsen in uns, mit unserer Vergangenheit. Ich begebe mich darauf muss nur schnell einen Schluck Wasser machen. Sehen Sie, der Schluck Wasser war jetzt, das ist ganz wichtig für heute Abend, das war nicht ein Wort über Wasser, ja? Das war Wasser. Und das habe ich getrunken. Und jetzt geht es in meinen Körper und es tut genau das, was ich erwartet habe. Es ändert das Befinden. Es geht mir jetzt besser. Realität, ja? Tatsachen. Wenn ich sage zu einem Mädchen, du hast Rosenwangen, ja? Dann ist es keine Tatsache. Das ist eine sprachliche Metapher. Ja, damit drücke ich was aus, ein Kompliment. Und wenn es dann stimmt, dass die schöne Wangen hat, ja, dann akzeptiert man das, sagt, gut gesagt. Ja. Aber es ist gesagt. Ja. Aber wenn ich so mache, das ist ein Schluck Wasser. Nicht ein Wort über Wasser. Wenn ich jetzt sage, Schluck Wasser und das nicht habe und das nicht trinke, dann ist es ein anderes Wasser. Dann ist es nur
eine Vorstellung, sozusagen Software, ja, Content, das ihr schon im Kopf habt, wenn ihr Deutsch könnt. Ne? Wasser, Schluck Wasser. Ja, und um diesen Unterschied zu erkennen, darum geht es unter anderem heute Abend. Ich nenne die Aussagen, die das durch das Speisen bereiten für Architekten und das Speisen bauen. Ja? Für mich ist Kochen ein Speisenbau. Ja? Man baut Speisen. Ja? Es gibt in der Architektur diese wunderbare Weisheit, alles ist Architektur. Ja? Und das stimmt zum großen Teil. Ja? Da kommen wir auch noch ein bisschen heran. Also, ich sage, im Kochen gibt es die S-Bahn-Metaphern. Ja? Die S-Bahn-Metaphern. Metaphern, gehen wir auf den Begriff kurz ein. Metaphorein, altgriechisch, heißt eigentlich das, was wir, ein anderes Fremdwort, das wir kennen, Transport. Also etwas von einem Ort zum anderen bringen. Ja, das ist eine Metapher, im wörtlichen Sinn. Denkt jetzt nicht an die deutsche Grammatik, da wird es falsch verwendet. Der wörtliche Sinn ist hinübertragen, wohin tragen. Ja? Und das spielt sich so ab, dass ich zwei Dinge, oder mehrere, aber zwei Dinge von irgendeinem Ort, wo sie nicht beieinander sind, zusammentrage und dann zur Beurteilung gebe. Also Rosenmund, ja? Die Rose, der Mund, Rosenmund, in der Sprache. Ja? Das ganze Wörterbuch sagt gar nichts aus, oder alles, das ist immer wieder so wie nichts. Ja? Ich wähle aus Rose, aus R und Mund, ja? Und dann gebe ich es zu gleicher Zeit zum Beurteilen. Und da macht sich jeder, wie man sagt, seinen Reim draus. Ja? Das wäre die Sprache. In der Malerei wäre das so, ich habe jetzt nichts zum Zeichnen da, oder doch? Kann ich da mit Kreide wo was hinmalen? Ja, sehe schon. Wenn Sie ganz kurz mich da, ja, also ganz einfach. Es ist auch nicht weggelöscht, müsst selber wegdenken. Eins. Ja, das wird schwierig, weil das meine Kunst stört. So. Und noch so eins. Das sind Kreise, Amateurkreise. So. So, ihr müsst euch die bitte ähnlich machen, ja? Was ist das? Das wisst ihr nicht. Aber wenn ich jetzt so mache, ich habe schon Ahnung. Das ist der Umriss eines Gesichtes. Ja? Weil das zu dem ist Metapher. Ja? Das habe ich hergebracht und den Kreis habe ich hergebracht, jetzt bringe ich das her und so funktioniert das. Und was ist das? Umriss eines Gesichtes. Falsch. Zwetschge oder Apfel. Ja? Aber der Kreis wäre dasselbe. Ja? Die ganze Malerei braucht nichts anderes, kein anderes Werkzeug als das. Weil die Malerei immer, nie die Natur abbildet, weil das geht nicht. Ja? Weil eine flache Leinwand mit irgendwelchen Farben drauf ist kein Baum oder Apfel oder Gesicht. Es ist genauso ein sprachlicher Ausdruck, wie wenn ich sage Rosenmund. Ja? Und dann kommt halt der, weiß ich wer, der Rembrandt und der Rubens und der Piero della Francesca und die sagen eine Menge Sachen, aber immer nur, das sind Andeutungen. Ja? Und die müssen im Gehirn funktionieren und dann ist wunderbar. Aber mehr ist es nicht. Ja? Also relativ, die Malerei spricht mit Metaphern innerhalb eines Rahmens. Danke. So. Malerei. Die Musik, wir
ich meine, man muss die Malereisprache kennen, um es zu verstehen. Man muss die Musiksprache kennen, um es zu verstehen. Wir alle sprechen Beethovenisch in der Musik, ja, das kann ja jeder. Da weiß jeder, was der Beethoven meint. In der Modernen, beim Schönberg ist schwieriger. Ja? Der meint auch was, nur die meisten verstehen es nicht, weil da braucht man ein paar Jahre, bis man das weiß, was er will und was er sagen will. Ja? Jetzt auf Beethovenisch würde ich sagen, muss ich singen, ich möchte mich manchmal setzen, weil ich meine Kräfte schonen muss. Bitte das zu verzeihen. Also, machen wir Musik. Bam. Was will ich sagen? Weiß man nicht. Ist zu wenig. Nur eine halbe Metapher. Ja? Sage ich bam, bim. Ah, die Musiker werden gleich wissen, es ist eine Quinte. Bam, bim. Und es wäre, jetzt wäre bam, wäre die Heimat. Da bin ich zu Hause. Wäre eine Quinte hinauf, ist eine kleine Reise. Ja. Bam, dan, din, dan, din. Eine Stiege. Dan, din, dan, din. Staffeln. Künstliche Horizonte. Ja. Niveauwechsel. Bam, bam, bim, bim, bim. Das geht drauf. Und bam, 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 geht drauf. Ja, fein. Also ich mache eine kleine Reise. Von zu Haus im Dorf gehe am nächsten Hügel und schau ober. Und vielleicht gehe ich später wieder heim. Ja? Das wäre beethovenische musikalische Mitteilung, die jeder versteht. Ja? Wenn ich sage bam bim, das versteht auch jeder, das ist die Feuerwehr. Das heißt auf, hinaus, hinaus in die Ferne. Fängt nicht umsonst mit der Quart an. Ja? Quart hinauf ist auf. Ja? So, jetzt was ist bam? Bam, ist zu Hause, habe ich gerade gelernt. Ja? Jetzt kommt irgendwer, sagt einen Schmorn. Bam, hör zu. Wo bist du, bam? Sagt der andere, na zu Hause. Ein Schmarrn. Bam, bam, da bin ich zu Hause. Bam ist nur der Leiton zum nach Haus gehen. Jetzt bin ich auf einmal einen Ton höher zu Hause. Ja? Weil der siebte Ton, der Leiton von die achte, das ist der, wo niemand bleiben will. Ne? Da kann man nicht bleiben. Bam, 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 bam. Da will ich nicht mehr bleiben, ich will heim, ich will heim. Ja? Ihr seht, worauf ich hinaus will, es ist alt, das ist ganz relativ. Ja? Mindestens zwei Töne und ich bin ein Musiker. Ja? Und dann kann ich natürlich auch schönbergisch sprechen, da brauche ich dann Zwölfe. Aber ich bin im Metaphern-Business. Ja? Nun, um es kurz zu machen, ich könnte jetzt noch durch alle, es gibt keine Disziplin, die nicht so arbeitet, ja? Die, also eine sprechende Disziplin, die was mitteilt, Metaphern. Und was ich heute zeigen möchte, woran es mir eben liegt, dass das Kochen, der Speisenbau, das Herrichten von Speisen, der Umgang mit Speisen, dass das genauso eine mitteilende Disziplin ist, wie die Musik, wie die Literatur, wie die Malerei. Ja? Genauso und noch viel mehr wie die Malerei, die Musik und die Skulptur. Weil sie also einerseits Metaphern bildet, weil sie mitteilt was, das werde ich dann gleich zeigen, weil sie spricht und andererseits, wie ich gezeigt habe, kann man es essen. Das sind essbare Metaphern. Ja? Dadurch haben sie einen ganz anderen Wert wie der Rosenmund oder die Quint. Ja? Weil die sind zwar sinnlich schön, ja? Aber sie,
ernähren nicht. Ja? Sie sind nicht genug, damit ich das morgen oder übermorgen erreiche, aber die Nahrung braucht es. Ja? So, jetzt sind wir mal auf einen Ausgangspunkt. Da sage ich ein bisschen was über, noch wiederum über den Abend und was ich mir vorgenommen habe. Meine Lecture hat den Titel Finden und Herrichten. Und das halte ich jetzt statt. Es gibt einen ewigen Gott, der die unsterbliche Seele belohnt nach Guten und so weiter, sage ich, Finden und Herrichten ist das, was meinem Leben zum Beispiel genug erscheint, dass es wunderbar war. Ja? Und dieses Finden und Herrichten bezeichnet auch die Ausgangslage der Menschheit. Ich meine jetzt Menschen vor 100 Jahren, vor 1000 Jahren, vor 10.000, vor 100.000, vor 1 Million, 2 Millionen, 3 Millionen, 5 Millionen. Was haben die gemacht? Ja, die wurden geboren und dann haben sie einen Hunger gekriegt. Und dann haben sie die Mutterbrust gefunden. Sie wurde ihnen natürlich gereicht. Ja. Und dann haben sie sich geschaut, dass das gut funktioniert. Ja, wer mit Säuglingen schon zusammengekommen ist, der weiß, dass die Säuglinge auch alles besitzen. Zum Beispiel, die besitzen die Mutterbrust und zeigen das auch. Ja? Sie haben Eigentum. Ja? Und sie tun etwas, was die Menschen immer getan haben, was natürlich alle anderen Lebewesen auch tun. Ja? Sie richten sich das Universum so gut es geht, zum Bessern her. Sie machen es bekömmlicher. Ja? Und die ganze Evolution steht eigentlich unter diesem Rezept, ja, dass die Lebewesen das Universum verändern. Ja? Jeder Kleine, jeder von uns, durch das reine Dasein und durch die Tatsache, dass er oder sie sich durchs Leben bringen, wird etwas geändert. Ja? Das zum Guten oder zum Bösen, das kann man vergessen. Ja? Das kommt im Universum nicht vor. Aber es ändert sich. Ja? Es ändert was und wir sind da mitbeteiligt. Jeder ist mitbeteiligt durch dieses Herrichten dessen, was er zur Verfügung hat. Ja? Also finden und herrichten. Das ist ein bisschen was ich sagen kann, was ich für einen genügenden Lebensgrund und Sinn halte in dieser neuen Chance, aus dem alten Weltbild herauszusteigen. In ein neues. So. Was ich noch vorweg sagen möchte, was hat im Plakat, ist also mein Emblem von Film. Licht, Dunkel, Ton, Schweigen. Und drunter ist ein Kochtopf. Und da ist ein Söchstötzen drinnen, also ein geräucherter Schweineschenkel, sozusagen. Ja, was haben die gemeinsam? Sie haben gemeinsam, dass sie beide eine Ahnenreihe haben, die auf den Big Bang zurückgeht. Ja? Wie alles andere auch. Wie jedes Wort, jeder Tisch, jede Person. Wir haben diesen Keil, ja. Das ist ein sehr interessantes Bild, das die Wissenschaft da freigegeben hat, dass aus einem kleinen winzigen Kern alles so auseinander geht. Ja. Aus unglaublicher Schnelligkeit wird alles immer langsamer,
und alles ist eigentlich immer da. Jetzt kann man noch, wenn man philosophisch sagen, ja, was war denn vor dem Big Bang und gibt es da mehrere? Oder darauf antworte ich, gut, du, das geht dir nichts an, kümmere dich um was, was einen Sinn hat. Ja? Das musst nicht wissen, ja? Musst nicht lösen, diese Sache. Ja? Weil man es wahrscheinlich gar nicht fragen kann. Gut, also Film und Speisenbau gehören zusammen, ja? Wie alles zusammengehört. Und ich habe jetzt versucht, Moment, ich muss da aufpassen. Geht schon, danke. Da ist nichts passiert. Dankeschön. Ja, wir haben da absichtlich das so aufgebaut, dass Sie hier hinten den Projektor haben. Also wir haben die Filmmaschinerie im Saal präsent gemacht, absichtlich. Für das, was ich gern hätte, dass Sie sehen und verstehen, ist nun dieser Saal besser wie ein Kino, weil er nichts versteckt. Ja? Apropos Verstecken, noch 1610 mit Monteverdi sind die Musiker von der Oper auf der Bühne gesessen. Ja? Erst der Wagner hat sie versenkt, war ein Deutscher und ein U-Boot-Kapitän. Ja? Der hat die Musiker torpediert, sodass sie in einen Graben hinuntergesunken sind, wo man sie nicht mehr sieht, nicht mehr gescheit hört und wo das Ganze irgendwie, das Schauspiel schwer beschädigt ist. Nicht? Also, mit dem Kino ist ähnlich gegangen. Hier haben wir die Lichtquelle, ja? Hinten dieser Kasten, da brennt ein ständiges Licht. Ja? Von dem Kasten geht diese Kabel bis daher zum Lautsprecher. Ja? Die sind miteinander verbunden, wie eine Nabelschnur. Ja? Sodass ich als Filmmacher etwas erzielen kann, was kein anderes Medium erzielen kann, dass ich Ton und Bild in einen absolut präzisen Zusammenhang bringen kann. Das heißt, wenn ich sage, jetzt, dann ist der Ton da und zugleich das Bild, das ich bestimme. Ja? Dieser Jetzt-Moment ist ein Genussmittel, ist ein Philosophiemittel, ja, welches die Menschen seit allen Zeiten verspürt haben. Ja, dieses Gefühl, weil sie wollten wissen, ich lebe jetzt. Ja, das ist gar nicht so leicht zu spüren. Wann weiß man, dass man lebt? Ne? Und man hat das einfachste Mittel dieses Jetzt-Erlebens, ist die Gleichzeitigkeit von Signalen für mehrere Sinne, zumindest zwei. Wir haben das angeborene Instrument. Ja? Hier handelt es sich um Bewegung, sehr wichtig. Ja? Und wenn Sie zusammentreffen, die Hände, dann klatscht es. Ja? Ich kann leider nicht mehr so gut laut klatschen, aber... Ja? Unglaublich, ja. Zur selben Zeit klatscht es. Wir haben ein sehr schönes Schnatterecho hier, das die Architektur gemacht. Sie hat es verziert, ja? So wie ein Triller in der Barockmusik. Achtung! Ja? Gut, das ist das angeborene Werkzeug. Ja, da bin ich jetzt gleich bei einem der wichtigsten Dinge, nämlich bei der Hand. Ja? Dieses angeborene Werkzeug kann also einerseits arbeiten,
Ja? Und andererseits bringt es Botschaften ein. Ja? Au, das war zu hart. Ja? Sie spürt auch, sie meldet. Ja? Kein anderes Werkzeug macht das. Spür nichts. Ja? Ich höre was, aber spüren tue ich nichts. Ja? Die Hand ist das unglaublichste Werkzeug und auf das kommen wir jetzt noch dann zu sprechen. Aber zurück zum Kino. Wir machen Tonfilm, ja? Also eine Metapher zwischen Ohr und Auge. Ja? Im Körper sitzt Auge und Ohr, das sind auch zwei Maschinen, ganz, ganz einfach, ja? Fernmeldemaschinen, ja? Die Dinge berühren, bevor sie Schaden anrichten am Körper selber. Ja? Also Feuer kann man sehen, man kann es lodern hören, ja? Da gibt es natürlich auch noch die Nase, die das riecht, aber wenn man die Hand reinhalten würde, dann ist es zu spät. Ja? Also wir haben diese sogenannten fünf Sinne, das ist das Einzige, womit wir unser Bewusstsein aufbauen können und was wir benutzen im Universum. Sonst haben wir nichts. Alles andere ist Religion. Ja? Wir haben nur das, sonst nichts. Und das ist fein. Ja? Damit kann man sehr viel Schönes machen. Jetzt habe ich meinen Faden verloren. Da habe ich Sie schon gewarnt, das passiert mir immer. Wo waren wir? Wenn mich wer aufmerksam macht, bin ich dankbar. Ja, und das Synchronereignis. Ja? Warum ist das so wichtig? Ja? Wenn jetzt, sagen wir, ein Bildimpuls auf die Leinwand kommt, und zugleich höre ich, dann habe ich das Gefühl, das kehrt zusammen. Ja? Das kehrt zusammen, weil wenn ich, Moment, hat wer ein Stückchen Papier? Ein Zettel, ja, das wäre lieb. Ja, die Welt, die sich bewegt für das kleine Säugetier, ja, nicht für den Astronomen. Alles, was sich bewegt, macht Ton, weil es die Luft bewegt. Ja? Beispiel. Ein herrliches Synchronereignis. Ja? Sie hören jedes Reißen der Fasern, das gehört zusammen. Das ist, und dann sagen wir, das ist echt. Das ist Natur. So ist es. Ja? In der Natur kann ich das nicht machen, wenn ich nichts reiß. Ja? Wenn ich jetzt sowas sehe, dann kommt das Hirn und sagt, weißt du was, das gehört so. Ja? Oder ich mache das, niemand sieht was. Und das Hirn sagt, ich weiß, was du gemacht hast. Ja. Du hast so gemacht. Ja, das ist die Grundlage für die Sprache des Films. Ja. Wenn ich Optisches habe mit Entsprechungen im Akustischen, dann sagt das irdisch geprägte Gehirn, das gehört zusammen. Und diese Sprache kann ich verwirklichen mit diesem Gerät. Ja? Mit dieser Nabelschnur, mit der Vereinigung. Also die beiden, da hier der Lautsprecher und der Projektor, die gehören so zusammen wie Auge und Ohr. Ja? Also der Tonfilm ermöglicht mir natürlich, auf den Mond zu schauen, das Auge auf den Mond zu geben. Und mich auf den Polster zu legen und das Ohr hört da in den Polster rein und dann ist das mein Kopf. Ja?
also die Distanz zwischen Mikrofon und Lautsprecher definiert den Umfang des Kopfes. Ja, das kann der Film. Gut, das war jetzt ein Exkurs. Es gibt halt ein paar Exkurse. Ja, darf ich da mal raus? Jetzt fange ich an einzugehen auf die Rechtfertigung des Speisenbaus als Metaphern benützendes Medium. Und ich erzähle eine Geschichte, die, wie man sagt, eine wahre Geschichte, die aber sozusagen auch eine Parabel ist. Es handelt von mir und meiner Mutter. Und das ist die Bühne oder die Wirklichkeit, wo das vor sich geht. Ja? Die Mutti sagt, ich war so klein, ja, gehen wir Himbeerbrocken. Im Lindert sind die Himbeeren reif. Sie wusste es. Ja. Sie hat mich an der Hand genommen und wir sind losgegangen. Ohne Waffen. Ich schildere einen Vorgang, der vor einer Million Jahr, 2 Millionen, 3 Millionen Jahren hätte vor sich gehen können. Ja? Mutter mit Kind an der Hand. Und wir sind gegangen. Wir haben Schritte gesetzt. 1, 2, 3 Schritte. Ja? Interessanterweise schauen die Schritte sehr ähnlich aus. Ja? Man kann sie als gleich nehmen. Ja? Rhythmus, Tanz. Ja? Wir tanzten also auf ein Ziel zu. Jetzt ein kleiner Exkurs. Was ist der Schritt in Bezug auf unser Erlebnis des Universums? Ja? Jetzt müsst ihr euch vorstellen, wir gehen bloß Physik. Ich bin nicht sicher, dass alle von euch schon bloß Physik durch einen Wald gegangen sind. Die sollen das schnellstens nachholen. Denn es fehlt ihnen sonst eine ganz wesentliche Information über die Erlebnismöglichkeiten schrittweise, die der Mensch hat. Und zwar, ich stehe vor barfuß, ja. Schritt. Moos, weich, feucht. Schritt auch. Ein hölzerner Ast, der von einem Baum weggehend mir in die Sohle trifft. Blumen, Gras. Oje, da bin ich auf einen Schwammerl gestiegen. Und so weiter. Ihr seht schon, worauf ich hinaus will. Unsere Fußsohlen sind wichtige Boten, die im Augenblick nicht mehr benutzt werden, weil die Fußarchitekten die Schuhe erfunden haben. Und damit das Geherlebnis eigentlich auslöschen. Also dass die Erkundung des Untergrundes, ja, der Erde, die natürlich auch in der Stadt durch das asphaltierte Straßen und glattes Pflaster minimiert ist. Aber wenn man, je unbelastender die Gegend ist, durch die wir gehen, je wichtiger und je interessanter ist das. Ja. Und es zeigt sich auch hier das Prinzip, das meiner Ansicht nach so allgemein gültig ist, wie das Sprechen in Metaphern, das Erleben in Schritten. Ja? Wir erleben nicht,
sondern wir erleben jetzt. Aha. Ach so. Aha. So, Schritte. Ja, ganz wichtig. Ich springe jetzt zum Film. Im Projekt da hinten läuft dieser Streifen durch. Ja, Sie seht, ihr seht da die Einteilung in regelmäßige Rechtecke, in denen dann, wenn man Bild benutzt, das Bild einkopiert ist, eins nach dem anderen. Ja. Jedes dieser Bilder wird vom Projektor an die Leinwand geworfen und steht dort. Ja. Dann macht der Projektor finster. Hinten kommen zwei kleine Metallfinger, die in diese Löcher eingreifen und den Streifen genau um ein Bild weiterziehen. Dann macht der Projektor wieder auf. Der Lichtstrahl bricht durch und projiziert das nächste Bild statisch auf die Leinwand. Ja? Das wissen alle Moviemaker leider nicht. Denn die glauben, Film ist Bewegung. Ich habe das entdeckt im Jahr 1958 mit meinem Film Schwächerter und habe einen Film gemacht, der in der Minute, in 60 Sekunden, 60 mal 24 optische Informationen hergibt, nämlich 1440. Und das ist die Maximalkraft des Mediums Film. Ja, nicht, dass ich abfilme wie jemand, wo sich hinsetzt oder aufsteht. Ja, das ist, wie wenn man mit einem Rennwagen im 4-Stunden-Kilometer Milchhorn fährt, ja, ums Eck. Aber gut, das ist, was der Film kann. Aber etwas Unglaubliches, was durch diesen Film, natürlich, wenn ich im Bild ADs habe, das steht ein bisschen, ja? Lassen Sie mich das zeigen. Das ist jetzt das Kino, ja? Das ist der Projektor. Der Projektor macht auf und zeigt das. Dann macht er zu. Nächstes Bild. Haha! Nächstes Bild. Und dann sagt jeder, na ja, bewegt hat er sich. Jetzt heißt was da, jetzt ist da, jetzt ist da. Bewegung. Ja? Falsch. Ja? Die Bewegung ist nur im Hirn. So wie der Rosenmund. So wie Bam Bim. Ja? Das ist nur ausgedrückt, die Bewegung. Die ist nicht wirklich. Auf der Leinwand bewegt sich im Kino nie etwas. Aber jede 24. Sekunde erscheint genau das, was ich an dieser und dieser Position festgelegt habe, das erscheinen soll. Also in Schritten geht das vor sich. Ja, ihr seht es vielleicht, ahnt ihr schon, worauf ich hinaus will. Ja? Das Herz, unser Blut strömt durch den Körper, nicht wie ein Strom so, sondern da-dum, so, so. In Schritten, in Stößen, in Intervallen, in Abständen. Ja? Aber ich atme in Schritten. Ja, ich blink mit den Augen in Schritten. Ja, wenn man jetzt noch so weiter tut, kommt man darauf, dass nichts in unserem Weltbild kontinuierlich verläuft. Und die also Astrophysiker und die theoretischen Physiker, die kiefeln an dieser Frage. Ja? Gibt es eine stetige Entwicklung oder stetige Bewegung oder ist alles in Schritten, Impulsen oder geschieht alles so? Ja, Wellen.
Das weiß ich nicht, muss ich nicht wissen. Aber was sich mir eröffnet mit nackten Sinnen und freiem Kopf, ist das. Ja? Und jetzt möchte ich euch gleich hinweisen auf etwas, worauf ich erst vor kurzem draufgekommen bin, vor ein paar Jahren. Das beruht auf der Tatsache, dass ja, ich muss da was vorwegnehmen. Ich spare mir das auf. Ja? Warte mal ein bisschen. Oder ich sage es kurz voraus. Der Löffel, jeder Löffel, der ist nicht erfunden worden irgendwie, ja? Sondern das ist eine Skulptur, ein Porträt, ein Abbild der menschlichen Hand. Mit Unterarm. Ja? Das ist der Löffel. Das kann man nicht diskutieren, das ist so. Ja? Ja? Und das ist dazu da, um was einzufüllen. Und nun, wie die Menschen verstanden haben, dass die Hand, dieses Instrument, ja, eben benutzt werden kann zum Löffeln, haben sie angefangen, künstliche Löffel zu machen, die an die Hand angegliedert werden. Ja, also da ist die eine, und die ich jetzt zum Halten benutzen kann, das kann der Löffel nicht. Ja, kann der Löffel nicht. Aber ich kann ihn anbicken, also anbringen auf kurze Zeit, solange ich da Druck ausübe, ist das, gehört zum Körper dazu und bescheinigt auch dem menschlichen Menschentier, dass es seine Identität wechseln kann. Ja, sagen wir, der Hirsch hat immer nur sein Geweih, ne? Mit dem kann er alles Mögliche machen, aber wegstellen kann er es nicht. Ja? Und er kann nicht was anderes aufstecken. Ein Hut geht nicht. Ja? Aber ich kann mich, ich bin jetzt der Mensch mit Löffel, ja, der das löffeln kann. Und wenn ich nicht mehr löffeln will und will bei ihm ausstechen, ja, dann ändere ich meine Gattung, bin nicht mehr ein Löffelmensch. Ja? Ich bin ein gefährlicher Messermensch. Ja? Denn solange ich lebe und die Kraft aufbringe, und das bringt man auf, ist mir das nicht wegzunehmen. Ne? Ja? Also die Menschen sind ein Tier, eine Tiergattung, die ihre Identität wechselt. Und zwar, wir wechseln sie wirklich tausendmal am Tag. Ja? Immer wieder, vom Messer zum Bleistift, zum Taschentuch. Immer wieder ändern wir eigentlich unsere Gattung. Und das sage ich jetzt alles, was ich sage, ist ohne Bewertung. Ja, das ist weder gut noch schlecht. Und vor allem, alles, was ich da sage, dient nicht dazu, um uns von den anderen Säugetieren abzusetzen. Ja? Die Grundlage fürs Denken ist, dass zwischen uns und dem Rest des Universums kein essentieller Unterschied ist. Also nicht ich habe die unsterbliche Seele und die Schnecke hat keine. Ha, ha, ha. Ja? Das ist Religion. Ja? Und davon muss man weg. Sonst kann man nicht denken. Sonst ist man behindert. Ja? Gut. Jetzt geht die Erzählung weiter. Sie muss mich gehen mit der Stimme. Die Mutter hat gesagt, wir sind im gehen zum Lindert. Hand gehalten und wir gehen. Und ja, wir führen diesen unglaublichen Nutztanz aus. Ja, wir gehen ist Tanzen. Ja, so wie man sagt, alles ist Architektur, kann man auch sagen, alles ist Tanz im Universum. Ja, die Planeten tanzen, ja, die Erde tanzt, alles, was sich bewegt, wiederholt sich ja. Es gibt im ganzen Universum nichts, was sich nicht wiederholt.
und nichts, was nicht verschieden ist. Ja, man weiß inzwischen, dass alle Haare, ja, so schön, die Bibel hat so diese kleinsten Elemente sehr gern, sagt, zählt den Sand am Meer. Ja, wer kann das zählen? Nicht? Da wird Gott komplimentiert, sagt, der weiß, wie viel Sandkernel da liegen. Ja, wunderbares, aber Dichtung. Ja. Und also, bin schon wieder stecken geblieben, weil mir das so gefallen hat mit dem. Wo? Noch einmal. Die Himbeeren. Ja. Jeder Schritt ist Tanz, das war's. Himbeeren bleiben das Ziel. Also, so, ich möchte ein paar so Sachen herausarbeiten. Nicht, dass alles Architektur, alles ist Tanz, ja? Denn alles wiederholt sich, aber nie ist es ganz gleich. Ja? Jeder, der mal geübt hat, Trommel spielen, der weiß, wie schwierig das ist, die Schläge gleich erscheinen zu lassen, ja? Weil es nicht geht. Ja? Da komme ich jetzt mit etwas ganz Wichtigem. Jedes Haar ist originell. Ja, weil es kein Gleiches gibt. Ja, und jetzt sage ich das allen Künstlern im Vertrauen. Jeder Mensch, jeder Künstler ist zwangsläufig originell, weil er nicht anders kann. Ja, er hat zwar wie die anderen zwei Augen, Nase, Mund, so, aber der Beweis sitzt hier, ja, es gibt nicht zwei, ich meine, die sich nicht grundsätzlich ganz verschieden, die nicht ganz verschieden sind. Ja? Und deswegen ist das, was heute an den Kunstakademien gepredigt wird, Todsünde von Seiten der Prediger, ja? Dass nämlich die Studenten versuchen sein sollen, originell zu sein. Ja? Einen größeren Blödsinn gibt es nicht. Denn wenn ich zum Ziel stellen würde, dass jeder gleich sein soll wie der andere, alle würden scheitern, weil es nicht geht. Niemand kann die Unterschrift gleich machen. Niemand kann das gleiche Gericht kochen. Nichts kann man gleich machen wie der Nächste. Man ist von Anfang an originell. Ja? Das heißt, wenn man was erreichen will in diesem im Augenblick so geschundenen Metier, dann muss man mal als erstes vermeiden Originalität. Ja, man muss vermeiden, Kunst machen zu wollen. Man muss sich Kunst als Wissenschaft vorstellen. Wenn man gerne was wissen möchte, dann soll man dem nachgehen. Und zwar ohne zu schauen, ob das der Tante gefällt, dem Vater der Kronenzeitung oder hier der Berliner Zeitung oder einem Kurator. Zuerst einmal was suchen und finden. Vielleicht zubereiten. Ja? Also das größte Gift, das es heute gibt, ist diese Sucht nach Originalität. Ja? Das muss man mal vergessen. Gut, meine Mutter und ich, nicht originell, sondern ausführend, was Menschen seit der Urzeit ausgeführt haben, am Weg ins Lindert, in den Wald, wo die Mutter wusste, dort sind die Himbeeren jetzt reif. Die Nomaden, ja, wir sprechen jetzt, ich gehe jetzt zurück in die Vorsteinzeit, also wo die Menschen noch wie die Rehe und die Füchse keine Gegenstände mit sich trugen, kein Gewand, nichts. Sie aßen das, was sie fanden, vor Ort. Vor Ort. Ja. Also das Essen vor Ort ist uns ja fast ganz verloren gegangen. Ne? Man kann das bewusst üben, indem ihr einen Himbeerstrauch ausfindig macht und hingeht und in den Mund esst. Ja. Vor Ort essen. So. Wir kommen, also das ist jetzt der Himbeerstrauch mit modernen Mitteln ausgedrückt. Wir kommen dort an. Meine Mutter klärt mich auf über die Gefahren, die es zu überwinden gibt.
Wir sind, also, menschheitsgeschichtlich Jäger und Sammler, ja? Da gibt es einen Ausdruck dafür. Also Leute, die was suchen, finden und sich's aneignen, nehmen, ja, nehmen. Ja, das ist die Verbindung natürlich zum Diebstahl, zum Krieg, ja, zum Wegstoßen vom Futter, Drog, ja. Das ist eine allgemeine Eigenschaft, die die Menschen haben, ja. Das Bibelgleichnis, schaut's doch auf die Vögel, die sehen nicht, aber sie ernten doch. Ja? So haben die Menschen überlebt in einer frühen Zeit, ich nenne das die Weidezeit, also wo wir geweidet haben, ohne Mittel, ohne materielle Mittel, so wie eben andere Vierfüßler. So, die Mutter klärt mich auf. Die Nomaden waren ja nicht blöd, so wie sie heutzutage gesehen werden. Die sind nicht herumgeirrt irgendwohin, ob sie vielleicht was finden. Sondern die wussten, die haben meistens einen jährlichen Kreis beschrieben, und sie wussten genau, was, wo und wann zu finden ist. Ja, wir haben einen Teil davon nachgemacht, die Mutti und ich. Wir sind hingegangen und die Mutti wusste, jetzt sind im Lindert die Himbeeren reif. Und hat mich aufgeklärt über die Gefahren. Der Himbeerstrauch will das nicht hergeben, der sticht. Ja. Und mit diesem Wissen ging ich heran. Ich hatte schon diese Nutzgebärde, Nutzgeste, Geste. Die Hand habe ich in ein Werkzeug verwandelt, das mir angeboren war, aber das kann noch nicht jedes Kleinkind, ja? Das muss erst üben. Die haben nur das, aber das haben sie nicht. Das wurde übrigens nachgebildet dann. Im Wäschklubberl. Ja? Jetzt würde ich damit jetzt eine Himbeere pflücken, dann wäre die kaputt natürlich, die wird zergatscht, weil da ist ein festgelegter Druck, der die Wäsche hält, aber für die Himbeeren zu stark. Aber die Hand, die kann alles. Ganz fein, Tofu, ja? Seidentofu. Und Himbeeren, ja, unverletzt zum Mund führen, ja, und vor Ort zu essen und dieses Grunderlebnis der Existenz zur Kenntnis zu nehmen, ja. Grunderlebnis, da muss ich jetzt wieder einen kleinen Exkurs in die Richtung, was ist der Mensch im Hinblick auf die Evolution. Pass auf, es ist jetzt ziemlich heiß hier, also nicht, weil ich darüber spreche. Ich würde vorschlagen, kann man ein bisschen Fenster aufmachen, da und da. Da wird es vielleicht laut. Aber wenn wir da das wegschieben, das brauchen wir erst am Schluss, das haben wir schon zuerst gehabt, da kann man dahinter ein Fenster aufmachen, würde ich vorschlagen, sonst schlafen wir alle ein. Machen wir es da einfach auf. Sehr gut, das kann man so lassen. Danke. Seht, wie wichtig ist, immer mit den Sinnen zu leben, ja? Das ist so wichtig, viel wichtiger wie die Theorien und wie die Rezepte. Und sagen wir, man weiß, in einer Lecture kann man da nicht hergehen und was herumtun. Wenn es heiß wird, muss man das Fenster aufmachen. Ja? Das haben wir jetzt gemacht. So, jetzt sind wir weiter beim Himbeerstrauch. Ich bin also begeistert von diesem neuen Akt. Ja? Apropos, das möchte ich auch noch analysieren, ja? Was ich jetzt, also dieser Einhimbeeren
Vorortgenuss, ja, den ich perfekt beherrsche, der beruht auf einer ganzen Kette von Lehrgängen, die ich vorher gemacht habe. Also das heißt zuerst, ich gehe jetzt vom Kleinstkind aus, das Neugeborene greift noch nichts. Ja? Es greift nicht einmal nach der Mutterbrust. Ja? Die Mutter gibt ihm die Brust in den Mund und flößt ihm die Milch ein. Die Milch geht, ohne das Tageslicht zu erblicken, direkt in den Leib des Kindes über. Das ist ein unglaubliches Ereignis. Ja? Das heißt, das Kind hängt an der Mutter wie der Lautsprecher am Projektor. Das ist so das Erste. Ja? Dann kommt schon das erste Greifen, wo das Kind die Brust herschiebt und sich die Brust verschafft, ja? die willige Mutter reicht. Ja? Dann kommen schon die ersten, sagen wir, Himbeeren, ja? Das erste feste Essen, was aber noch nicht so fest sein darf, weil es keine Zehen gibt dafür. Das Kind isst von der Mutter gereichtes Essen. Ja? Von der Mutter gereichtes Essen. Daher kommt dann der Begriff in der Religion natürlich die Himmelmutter, die gütige Maria. Niemals ist es gehört worden, dass du jemand verlassen hättest, der zu dir seine Zuflucht nahm. Ja? Wunderschöne Sachen, aber Poesie. Also dieses Verhältnis zur Mutter ist prägend für das spätere Leben. Und dann kommt das erste Selbstgegessene, was ich jetzt mache. Also das wäre dann, das ist ja der Himbeerstrauch, den kann ich nicht nehmen. Aber die Mutter, die jetzt sagt, iss einmal. Nicht? Und dann kommt das Kind und macht so. Aber selbst gegessen. Ja, das ist wieder eine neue Stufe. Und dann kommt selbst gesucht und selbst geraubt. Ja? Selbst angeeignet. Ihr seht schon, wie viele Dinge da hinter jeder Geste stecken. Und jetzt geht es also weiter bei uns und jetzt kommen schon spätere Sachen. Ja, jetzt kommen epochemachende Erfindungen, die durch das Speisenbauen entstehen. Und zwar, ich setze weiter dieses Himbeererlebnis fort. Ja? Ich greife, führe, also das heißt zuführen, ja? Und wie ich da bin und essen will, sagt die Mutter, halt! Nicht essen. Ja? Damit ich nicht esse, bedarf es der ganzen Hingegebenheit an die Gottesmutter, die mich ernährt hat und von der ich abhänge, und das weiß ich. Ja? Und jetzt mache ich wirklich Stopp. Und jetzt sagt die Mutti, gib's in die Hand, in die hohle Hand. Leg's dort hinein. Jetzt mache ich das. Voll Erstaunen, voll Frustration, ja, weil ich habe ja den Arbeitsgang geleistet. Ja, die Eroberungsgeste habe ich gemacht und jetzt kriege ich es nicht. Ich musste es hier deponieren. Ja, Freud, Unbehagen in der Kultur. Ja, das Inkaufnehmen von Frustration im Hinblick auf eine bessere Zukunft. Ja. Die Mutter wusste warum. Und jetzt geht's weiter. Nimm dann noch eine. Ich pflück noch eine. Mach die Eroberungsgeste. Die Mutter sagt, halt! Gib's in die Hand. Ich geb's in die Hand. Die Frust verdoppelt sich. Noch einmal. Gepflückt. Und die Mutter sagt, gib's in die Hand. Und ich geb's wieder in die Hand. Und jetzt sagt die Mutti, jetzt darfst du das essen.
Und jetzt esse ich den Inhalt der hohlen Hand. Ja? Unglaublich. Ja? Mindestens der dreifache Genuss. Ja? Meine Mutter hat das Prinzip der Verdichtung erfunden. Durch die Wissenschaft des Kochens. Das ist ja Kochen. Das Wort Kochen dürfen wir nicht jetzt so eng sehen, dass es heißt heiß machen und in Wasser sieden. Ne? Speisenbau. Ja? Speisen herrichten. Herrichten. Ja? Durch dieses Herrichten, durch diesen Prozess, ja, hat sie vorweggenommen die Raumfahrt, die darauf beruht, verdichteten Treibstoff, ja, der Quadratkilometer an Wäldern verdichtet hat zu eben Fuel, anzünden und ein Blechröhrl in den Himmel schießen. Ja? Hat meine Mutter vor 5 Millionen Jahren erfunden. Das Prinzip der Verdichtung. Denn dort, damals hat es keine andere Aktivität gegeben, die verdichtet hätte. Und den Begriff hat es natürlich auch nicht gegeben. Ne? Die Handvoll Himbeeren. Ja? Verdichtung. Aber das ist jetzt, ihr müsst es richtig bedenken. Ja, was ich jetzt mache, ist nicht eine lustige Episode. Das ist Tatsache. Ja, es ist verdichtet. Man kann es mathematisch ausrechnen. Ja. Der Zuführvorgang, der Aneignungsvorgang, ja, braucht Energie, ja, braucht Raum und Zeit, ja, und ist ein abgeschlossener Vorgang und der wird jetzt... Er wird konserviert, er wird aufgehoben, transtemporiert, könnte man sagen. Ja? Und das ist so wie, das ist gespeicherte Energie. Ja? Die Energie von diesem Gewinnungsvorgang ist da enthalten, in der hohlen Hand. Ja, wenn ich das dreimal mache, habe ich dreimal Energieverbrauch und keinen Nutzen. Aber wenn ich es in den Mund stecke, habe ich dreimal den Nutzen. Ja? Das ist Tatsache, das ist nicht ein Scherz. Ja? Das heißt, im Kochen wurden gewisse Prinzipien, von denen das erste ist, was ich hier erwähne, gemacht, also erfunden, gefunden. Gibt keine Erfindung. Ne? Alles wächst, man findet. So, und jetzt, meine Mutter hat inzwischen noch wieder weitergedacht. Ja? Ich war jetzt bei der Realisierung von hohlen Händen mit Himbeeren. Die Mutti, inzwischen gealtert oder verjüngt zur australischen Aborigine, ja, hat erfunden den Transport. Sie hat erfunden die Translozierung, ja, die Übertragung, ja, den Transport, die Metapher, ja, von den Himbeeren. Aber um die Himbeeren zu transportieren, brauche ich ein Gefäß. Ja. Gefäß ist ein Gefass, es kommt vom Fassen. Ja. Es muss was sein, was etwas fassen kann. Ja. Die Hand brauche ich ja, die ist jetzt, das wäre schon, ich könnte ja nach Hause gehen, die 10 Kilometer, so in der hohlen Hand 3 Himbeeren. Nicht? Aber das ist, das tragt es nicht. Ne? Jetzt hat sie das erfunden. Und das ist eine unglaubliche Sache. Das heißt Dilly Bag. Ich habe es aus Australien von den Leuten, die es gemacht haben. Und das ist also domestizierter Raum. Ja? Dieser Raum kann Dinge fassen. Ja? Und das wird erzielt durch einen einzigen Halm, ja? Einen Grashalm. Ja? Und dieser Grashalm wird immer wieder zusammengedreht mit einem anderen und wird verlängert dadurch. Ein ähnlicher Prozess war bei uns in Spinnen, das Spinnen von Wolle. Ja? Und die haben erfunden das Flechten und haben aus einer Linie
ein Gefäß gebaut. Ja, das ist, wenn man das einmal richtig sich anschaut, glaubt man das nicht. Ja? Wie so ein echter Raum mit einer dünnen Linie gefasst worden ist. Ja? Eine moderne Weiterentwicklung ist die Haum, die wohlig gestrickte Wollhaum, das können die meisten von hier verfertigen, welches den Kopf fasst. Ja, es umfasst meinen Kopf und ist gemacht aus einer Linie, aus der Linie. Ja, das ist die Linie. Ja, diese Linie symbolisiert Wege, ja? Wege, Entfernungen, ja? Entfernungen, Eingrenzungen. Da habe ich noch mitgebracht, natürlich wissen das jetzt alle gleich, das ist der rote Faden der Ariadne, wo jemand in ein Labyrinth gegangen ist und damit er wieder rausfindet, hat er sich das mitgenommen, nicht? Sie ist draußen stehen geblieben und hat das also so abspulen lassen. Und wie er wieder raus wollte, ist er einfach, hat er das selber wieder aufgespult und ist wieder zurückgekommen und war wieder da. Ja? Und dieser Faden der Ariadne mit der Zeit, den haben wir hier im Film. Ja? Das ist ein Zeitfaden, ja? Dem entlang sich der Inhalt bewegt. Ja? Bis er, apropos nur auf der Seite, ja, analoger Film ist nicht zu Ende, weil er eben so wesentliche Eigenschaften hat, die ihn eigenständig machen, die das digitale System nicht haben. Zum Beispiel, wie ich habe meine Filme mit der Hand hergestellt, mit Schere und Klebstoff. Und dann braucht man eine Sekunde, ja. Und dann ist eine Sekunde, wenn man es zählt, 24 Kader. Und das geht genau vom Ellbogen bis zu den Fingerspitzen. Ja. Und 4 ist eine Sekunde. Ja. Also ich kann ein Verhältnis direkt herstellen vom Tasten, ja, zum Zeiteln, ja, zum Filmzeiteln mit dem Körper. So, Tanzgeste, Nutzgeste, ja, Nutztanz. Ja. Faden der Ariadne. Ja, ich kann Film auch in ein Rad schließen und vor und zurück laufen lassen, die Zeit, so wie beim Faden der Ariadne. So, die Mutti hat jetzt, ich hupfe jetzt da drüber, also ich nehm nicht das, weil das ist so kostbar inzwischen und da würden die Himbeeren das anpatzen. Jetzt nehme ich ein tatsächliches Gefäß, das heißt bei uns ein Beechen, aus Aluminium, ganz leicht, ja, entwickelt aus einer Höhle, ja, nachgebaute Höhle, die an die Hand befestigt wird, ja, also wiederum Identitätswechsel der Trägerin. Ja. Schaut her, das hängt ganz harmonisch an mir dran. Ja. Benötigt nur diese kleine Kraft und ist gezähmter Raum, der aufbewahrt und, stellt sich jetzt vor, Translokation, also Ortsübertragung, ja, das schwebt jetzt durch den Raum. Ja, das ist voller Himbeeren. Ja, die Himbeeren wurden da hinein transferiert. Und das schwebt jetzt durch den Raum vom Lindert bis heim. Ja, dort wird es abgestellt. Ja, Raum und Zeit, diese Begriffe. Ja. Raum braucht immer Zeit, Zeit braucht immer Raum. Ja. Zeit braucht Handlung, Handlung braucht Raum. Hängt zusammen, untrennbar. Und entsteht erst durch die Tat, hätte der Goethe gesagt. Ja. Tat, die Tat. Der Akt. So, jetzt haben wir die Himbeeren daheim. Jetzt könnten wir zum analogen Essen weitergehen. Das macht meine Mutter aber nicht,
sondern sie ist Bäuerin inzwischen, sesshaft. Und sie geht in das Gebäude, wo, in den Raum, wo die Kühe wohnen. Und melkt die Kuh. Das ist heutzutage die Kuh. Ja? Die Kuh wird eingefangen mit der Waffe von Papierzetteln, Geld, die angewendet werden kann im Supermarkt oder wo auch immer. Und ich händige einen Zettel aus und ich erhalte die Kuh, also die Milch, die schon der Kuh entlockt wurde durch erotische Massage. Ich habe noch melken gelernt, wie ich klein war. Das ist nicht so, dass man drücken nur drückt und dann spritzt die Milch raus, sondern man muss die Kuh geil machen. Ja? Es ist also wie ein Liebesvorspiel, was auch angewendet ist, es ist genau das Gleiche. Ja? Sonst gibt die Kuh keine Milch, sonst kommt nichts raus. Ja? Jetzt also wird die Kuh wird beherbergt, sie wird ernährt und sie gibt ihre Milch her. Ich muss mich ein bisschen setzen. Diese Milch transferiert, transloziert, ja, transtemporiert meine Mutter vom Stall ins Wohnzimmer. So. Das Wohnzimmer ist das Zentrum der Existenz, das Zentrum des Wohnorts und das Paradies. Ja? Der gedeckte Tisch ist das Paradies, denn es ernährt, oder Schlaraffenland, ja? Es ernährt, ohne Arbeit zu beanspruchen. Ja? Im Sitzen, ja? Also wer jetzt da sitzen darf und Himbeeren kriegt, ja, in dieser Himbeere, die da noch ist, stecken die 2,5 Stunden Weg, ja, die Aneignungsgesten, der Nutztanz, ja, der verteidigte Besitz des Bauernhofs, in dem das stattfindet, der ein unbedrohtes Sitzen erlaubt, ja, und vor mir erscheint, ja, das ist die Gastgeberin, im Gasthaus ist es der Wirt oder der Kellner, ja, die translozieren, transtemporieren diese paradiesischen Dinge vor mich hin. Ja. Das Sitzen ist die Position des Kaisers, das ist eine souveräne Position, in der man nicht arbeitet, nicht kämpft, in der man eigentlich wehrlos ist und in der man genießt. Ja? Man schafft sich diese Position, ist die Paradiesposition. Und jetzt, was macht die Mutter dort? Sie macht Folgendes. Sie hat die Himbeeren zur Hand, sie hat die Kuh zur Hand. Sie holt sich wieder ein Gefäß, das vereinen kann, vereinen, eine Metapher. Und zwar die Metapher zwischen Himbeeren. Seht ihr den Prozess? Herbeigebracht, deponiert. In einem geschlossenen Rahmen. Jetzt geht sie zur Kuh und bettelt der Kuh die Milch ab. Und jetzt schüttet sie die Milch auf die Himbeeren. Vereint die Himbeeren mit der Milch. Sie nimmt, wo ist er?
einen künstlichen Unterarm mit hohler Hand, der ebenfalls geeignet ist zu vereinen, ja, und greift, Nutztanz, Himbeere und Milch und führt sie zum Mund. Und der Mund schmeckt zugleich die Milch und die Himbeeren. Nun, was ist damit gesagt? Das Essen spricht über ganz archaische Gegebenheiten, nämlich über Macht. Macht des Essenden. Denn nichts, was wir essen, ist nicht in unserer Macht. Wir können nur das essen, worüber wir die gesamte Macht besitzen. Ja? Die Macht über die Himbeere heißt Macht über den Wald. Und die Macht über die Milch heißt Königin der Wiese und der Kühe, die drauf weiden. Jetzt könnte ich die Himbeeren nur im Wald essen und die Milch nur im Stall trinken. Dann würde ich, im Wald wäre ich also die Herrin des Waldes und im Stall die Herrin der Kuh. Aber durch den Speisenbau bin ich imstand, eine Metapher zu bilden, die sagt, ich, der Genießer der Himbeermilch, bin der Herr über Wald und Wiese. Ja, ist ein unglaubliches Erlebnis und ein unglaubliches Statement. Und dieses Statement ist eben, wie ich anfangs sagte, echt, real, tatsächlich. Es ist nicht so, dass ich was daher schwane und sage, ich bin der Herr über Wald und Wiese. Ne? Sondern ich esse Wald und Wiese, ich esse die Essenz von Wald und Wiese zur selben Zeit, ja? Und bescheinige mir und meinen Gästen, wer ich bin. Ja? Das ist zum Beispiel eine der Aussagen des Essens. Ja? Alle Speisen drücken die Gesamtsituation des Kochenden aus. Ja? Es kommt immer alles vor, was er im Griff hat. Ja? Zur Exkurs, ja, bildende Kunst. Da muss ich auch sagen, dass alles abgebildet wurde. Ja? Die Menschen haben in ihrer Geschichte alles, was sie benutzt haben, abgebildet und die Werkzeuge selber sind Abbildungen, wie ich gezeigt habe mit dem Löffel. Ja? Hier gibt es eine tatsächliche Abbildung aus Indien, eine melkende Frau mit einem Gefäß, ja? Es ist aus Bronze, die sitzt vor der Kuh. Diese Symbiose, ja, in die frühe Landwirtschaft war ja keine Sklaverei, sondern Symbiose mit der gemolkenen Kuh. Und jetzt kommt was Schönes. Diese Abbildung einer Kuh, die gibt es jetzt noch zu kaufen, in Paris, vielleicht auch hier. In die gieße ich jetzt Sahne hinein, ja, bei uns heißt es Schlagobers. Sahne ist verdichtete Muttermilch, ja, die entsteht, wenn man die Muttermilch transtemporiert, also im Zeitraum ausdehnt, ja, dann steigt die Sahne auf und unten bleibt die Magermilch über. Ich nehme die reiche, konzentrierte Sahne, und um das Feierliche zu unterstreichen, nehme ich diese Milchkanne oder die Kuh beim Schwanz, ja, der Henkel, ja, oben ist eine Öffnung und hier ist sie hohl und hier gieße ich jetzt die Milch oder das Obers zu den Himbeeren und artikuliere meine
Metapher. Exkurs zu den heutigen Produkten. Ich musste schon als Kuh akzeptieren, eine Plastikpackung, auf der geschrieben steht, was ich mir erwarten darf, nämlich frische Bergbauernmilch, länger haltbar, 3,5% Fett, Herkunftsgarantie und noch eine ganze Menge anderen Unsinn. Das weist uns auf die heutige Situation. Hier sind meine Brillen. Ah nein, die Brillen sind, die sind im Rock. Die sind da. Ich hätte auch das kaufen können, das hält noch länger. Bärenmarke. Und da steht jetzt noch drauf, der cremige Traum. Ja? Und ihr seht hier das Eindringen der Literatur und das Ersetzen von Wirklichkeiten durch Literatur. Und wenn man in den Supermarkt heute geht, wo alles verpackt ist, hat man statt der direkten Prüfung, ja, die ich hier vornehmen kann, ja, das ist die Prüfung. Schmeckt mir. Kaufe ich. Muss ich das lesen, der cremige Traum? Wenn ich so mache, schmecke ich nichts. Ne? Schmeckt das gleiche wie hier. Und dann ist da die Bärenmarke drinnen. Der Bär ist illustriert noch durch zweimalige Darstellung eines Bären, ein Teddybären. Ja, der Bär wird zur Bärenmarke, zum Teddybär. Und dann stehen noch drinnen die ganzen Elemente. Die lasse ich jetzt aus. Ja. Also, was uns die Natur heute ersetzt, nicht, ist natürlich hinterfragbar, aber darüber brauche ich mich hier nicht äußern, denn das ist eher ein Zeitthema. Ich möchte nur zu der Kuh, aus der ich ausgegossen habe, einen Vorläufer zeigen. Das ist aus Palästina, ist 5000 vor circa, also 7000 Jahre alt, und ist dasselbe Prinzip wie diese Porzellankuh. Oben ein Loch, innen hohl, der Gang durch den Kopf und man kann einfüllen und ausschütten. Ja? Ihr seht, wie die Dinge, welche langen Wurzeln alles hat, was wir tun. Ich sehe, ich bin mit der Zeit schon sehr fortgeschritten und ich muss jetzt schauen, wie ich das noch hereinbringe, was ich noch sagen will. Ich schließe die Himbeeren mal ab, indem ich zeige, wie, also Werkzeuge und Gerichte, sprechende Gerichte, in welchem Verhältnis sie zur Umwelt sind. Also die Werkzeuge wie Löffel sind aus der Hand, aus der hohlen Hand entwickelt. In jeder, wenn man das Prinzip einmal weiß, nicht, dann kann ich mir für jeden Zweck eine eigene hohle Hand bauen, die genau das macht, was ich brauche. Genau die Größe. Hier der sogenannte Schöpfer. Ja? Schön ist der Schöpfergott, der was geschaffen hat und geschöpft hat. Ja, dieselbe Wort. Und hier wunderbar, das ist das Sieb, ja, eine hohle Hand, die was durchlässt. Ja. Grimms Märchen, ja, die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen. Oder Geschichte der Justiz, Trennung von Gut und Böse. Ja. Ich schöpfe wo hinein, wo was gemischt ist, Gut und Böse. Und dann bleiben die Erbsen drinnen und das Wasser rinnt raus. Das Gute bleibt drin, das Wasser wird davon getrennt. Ja, einer der wesentlichen Prozesse in jeder Arbeit, die das Menschentier macht.
Wir trennen das Essbare vom Nicht-Essbaren. Woher haben wir es gelernt? Von den Eingeweihten. Ja, das möchte ich auch noch sagen. Unser Urahne, jetzt darf ich mich ein bisschen setzen. Der Urahne waren die ersten Lebewesen, die Amöben, Protozoen, und die haben sich gegenseitig aufgegessen. Und zwar sind die Amöben, das könnt ihr in YouTube unter Amöbe nachschauen, ja, da sieht man, wie eine Amöbe, mehrere Aufnahmen, die Amöbe, ein Protozoon, nicht frisst, weil sie hat keinen Mund, sie hat keinen Magen, sondern sie umwölbt das Ganze, wie ein Stück Gallerte, umwölbt sie das kleinere Protozoon und nimmt es in sich auf. Ja? Und wir machen genau das Gleiche. Wir haben, also der wichtigste Teil, was unsere Teilnahme am Universum ausmacht, ist der Dünndarm. Der Dünndarm ist für den Metabolismus verantwortlich. Das heißt, wenn der Schweinsbraten in den Dünndarm kommt, dann wird er dort zerlegt in Gut und Böse. Ja? Das ist Nachahmung vom Dünndarm. Und Nachahmung und Grundlage für Rechtsprechung. Das Gute wird verwandelt in Energie, sind diese Bezeichnungen, und das Schlechte wird ausgeschieden und stinkt, ja, für uns, damit wir es eben nicht wiederverwenden. Ja. Das ist behaftet mit der Ablehnung. So, würde der Dünndarm, der das Eigentliche am Menschen ausmacht, jetzt allein hier liegen, sagen wir so, könnte das nicht überleben. Ne? Der Dünndarm hat sich im Laufe der Zeit alles das angeschafft, was den Menschen ausmacht. Ja? Und zwar, er hat sich Vorarbeiter angeschafft. Das eine ist der Magen. Ja? Vor dem Darm kommt der Magen. Ja? Und der Magen bereitet für den Dünndarm schon Sachen zu, zum Beispiel die Milch, die ich schlucke, wird getrennt, wird leichter, also verdaulich für den Dünndarm. Die andere Sachen werden also durch die Magensäure, ja, denkt dran, dass die Riesenschlangen, die noch mehr Säure haben, ein ganzes Kalb mit Haut und Haaren verschlingen können und das verdauen. Ja. Unser Dünndarm kann das nicht. Und jetzt kommt was ganz Wesentliches. Ja. Die Menschen, das menschliche Tier, hat den kürzesten Verdauungstrakt von allen Säugetieren. Und warum? Weil wir seit über 3 Millionen, also noch länger, bereits die Nahrung vorarbeiten für den Dünndarm. Weil inzwischen, also der Dünndarm hat gesagt, ich brauche den Magen, der Magen hat gesagt, ich brauche einen Mund mit den Zähnen, die mir das zerkleinern, weil wenn ich die ganzen Zwetschgen oder das schlucke, dann ist das zu viel Arbeit für den Magen. Ja? Also dann, der Magen hat die zerkleinernden Zähne, er hat die zerdrückende Zunge, er hat also den Mund als Vorarbeiter. Und das war es eigentlich, ohne die künstlichen Hilfsmittel, die der Mensch erfunden hat. Ja? Und der Mensch hat eben erfunden, die Schüssel, die er, seht ihr, ich sitze hier, mein Dünndarm, mein Magen, der Schlund, mein Mund, ja, alles Vorarbeiter für den Dünndarm. Und jetzt kommt der künstliche Magen, ja, jeder Teller oder Schüssel ist ein Magen, das heißt ein Gefäß, in dem ich schon Vorarbeiten machen kann für das spätere Verdauen. Das heißt, ich nehme jetzt den Löffel und zerdrücke mir die Himbeeren, damit der Magen nicht mehr so viel Arbeit hat. Ja?
Und wir haben den kürzesten Verdauungstrakt von allen Säugetieren, weil wir die Nahrung schon vorbereiten und vorarbeiten, bevor sie in den natürlichen Eingang des Körpers kommen. Ja? Diese Erkenntnis, die allgemein ist, das habe nicht ich erfunden, ja, verurteilt alle Veganen leider zu religiösen Phantasten. Ja? Weil der Körper kann nicht mehr vegan essen, er kann auch keine Körnerl essen. In Amerika gibt es Kliniken für die Rohkostesser, die glauben, dass der Mensch eigentlich einmal alles roh gegessen hat. Das kann schon sein, dass er zu Zeiten alles roh gegessen hat, aber da hatte er noch einen längeren Verdauungstrakt. Ja? Die Menschen haben immer das gegessen, wir sind Allesfresser, wie die Schweine, wir haben immer alles gegessen, was halt möglich war. Ja? Gibt's in Irland gibt es ganze Berge von weggeschmissenen Austern, ja, zu Millionen, weil die Leute zu gewissen Jahreszeiten, nichts anderes hatten als Austern. Die hatten nichts anderes. Sie sind gewandert im Kreis und in gewissen Monaten, im November, da gab es nichts mehr von den Bäumen, da haben sie Austern essen müssen, ein halbes Jahr oder ein Vierteljahr. Ja? Das heißt, die Menschen haben nie sich ausgewählt, sie werden jetzt Vegetarier oder Fleischfresser. Die Eskimos haben nur Fleisch, sonst gar nichts und die überleben auch. Und die Ägypter hatten dann eine Zeit lang nur Getreide und mussten damit auch überleben. Ja? Also die Menschen haben immer reagiert und wie es kam, das haben sie gemeistert oder nicht gemeistert. Also wir waren jetzt beim künstlichen Magen und jetzt vor dem künstlichen Magen, das kann ich jetzt nicht mehr so darstellen, wird erhitzt, jetzt kommt erst der Gebrauch des Feuers. Ja, bei Himbeeren zerdrücken konnte man schon vor 3 Millionen Jahren. Ja? Jetzt kommt dann der Gebrauch des Feuers, wo also zuerst das Feuer gefunden wurde. Sehr wichtig der Begriff des Objet trouvé, das gefundene Objekt. Die Künstler kennen das aus der Moderne. Marcel Duchamp, der also ein Pissoir signiert hat und das dann gesagt hat, das ist ein Objet trouvé et moi je suis l'auteur. Und also er war dann der Autor und das war natürlich auch um épater les bourgeois, also den Bürger zu schockieren, aber auch eine Erkenntnis, dass der Künstler ein Herzeiger ist. Das heißt, ich muss nicht einen Stein behauen, ich muss nicht Ton kneten. Es genügt, wenn ich eine Wolke sehe, die einer Kuh gleicht und ich bin mit jemandem, dem ich mich mitteilen will und ich sage so und zeige auf diese Wolke. Ja? Ich sage aber nicht, ich sage nichts dazu, ich mache nur so. Und der schaut drauf und sagt, ja, ja, eine Kuh. Ja? Das sind die ersten Künstler. Ja, die das Objet trouvé signieren durch ihr Hinzeigen. Ja? Hinzeigen. Das ist der Zeigefinger. Das Künstlerinstrument. Ja? Der Zeigefinger. Das ist ein künstlicher Zeigefinger, der dient den Akupunkteuren, um hinzuzeigen, genau auf eine wichtige Stelle. Das ist ein Bohrfinger, mit dem man in die Erde bohrt. Wunderschön. Ja, mit dem Griff, den Baumastgriff und dem Zeigefinger und dann setzt man eine Pflanze rein. Ja. Ich habe noch Bauern gesehen in Polen, die so im Acker gegangen sind und diesen künstlichen Finger benutzt haben. Man hat die Instrumente gebaut. Ja, hier die Gabel ist natürlich aus der Hand entwickelt, 4 Finger, ja, kein Zufall. Und diese da, die ist Multipurpose, ja, also die hat so und so, ja, Afrika. Das ist eben, das ist zum Beispiel, wenn ich nichts dazu sage, werden die Kenner gleich sagen, das ist ja Brancusi.
ne, unverwechselbar. Also so eine Form kann nur der Brancusi haben. Ja? Hohle Hand, ja? Geballte Faust. Ja? Vom Körper abmodelliert. Und nicht nur das, vorher, bevor sie modellieren, haben sie das gehabt. Achtung auf die Parallele. Das ist der Unterschenkel von einem Kalb. Also man sieht, dass alle Dinge woher kommen, ganz, weil es sich ergeben hat. Ja? Trotzdem ist der genial, der das gemacht hat. Ne? Von diesem Löffel gibt es also Tausende. Ne? Das ist der normale Löffel von einigen Stämmen in Westafrika. Ja? Werkzeuge. Der berühmte Fäustel ist ein Augenzahn. Ja, da haben wir zwei davon nachgebildet. Der kann reißen, ja, kann reißen. Dieser ist Mehrzweck, der kann auch schneiden, ja, und er kann schlagen, umgedreht. Ja. Das war einmal das generelle Werkzeug. Dem vorausgegangen ist ein Stein. Hier habe ich einen, das nennt man Englisch Chopper, wir haben keinen Ausdruck dafür. Ein Kieselstein, der zweimal beschlagen wurde, einmal so, einmal so, und dadurch eine Schneide bildet. Ja? Mit dem kann man auch schon also schneiden, verletzen und malen. Ja? Und vor dem war der gewöhnliche Stein, den man einfach gefunden hat, ad hoc. Ja? Und ich habe meine liebe Frau geschickt, sie soll einen Ad-Hoc-Stein finden, jetzt in Berlin vor der Vorlesung, den es halt da gerade gibt. Ne? Und der Berliner Stein ging schon durch einige städtische Prozesse, die ihn so quaderförmig gemacht haben. Und dieser Stein, also das Steinwerkzeug kann man eben benutzen, hier habe ich etwas. Eine der wichtigsten Formen, nämlich ein Ei, das ist eine Zelle, ja, die das Lebenprinzip definiert, nämlich die Grenze. Ja. Wenn man über Grenzen nachdenkt, muss man immer wissen, dass also die Grenzen die Grundlage für jedes Leben sind. Weil innen ist eine andere Chemie wie außen. Ja. Innen steigt die Ordnung. Außen steigt die Entropie, die Unordnung. Ja? Innen steigt die Ordnung und die braucht Energie. Das heißt, die Lebewesen brauchen Energie, um ihre Ordnung aufrechtzuerhalten. Und die Außen ist es eben Unordnung. Ja? Das habe auch nicht ich erfunden. So, jetzt eigne ich mir an, diese Zelle mit der Grenze, ja, ich werde ein Steinzeitbewohner circa vor 4-5 Millionen Jahren, allerdings nicht in Berlin. Und jetzt seht ihr, das ist die Steinzeit. Ja, ganz einfach, ein Ei kann man nämlich nicht zerdrücken, das geht nicht so einfach. Ne? Breche ich die Grenze auf, nehme die Grenze weg und nutz, tanz und fress das Ei. So. Eine Frühform, eine gefundene, ein Objet trouvé, Löffel, die Muschel, die irische Muschel. Ein ganz wichtiges Zeugnis für den Zeigefinger als konsequenzreiches Element. Und das ist von den Aborigines in Australien ein sogenannter Pointing Finger, also ein Zeigeknochen. Und wenn man mit diesem Knochen auf jemanden zeigt, dann muss der sterben. Und der starb auch. Ja. Also
Man kann sich das heute medizinisch leicht erklären, nicht? Weil er wusste, dass man stirbt. Nicht? Er wusste, wenn auf ihn gezeigt wird, wird er sterben und starb. Und so haben zum Beispiel die Aborigines Stammesgenossen hingerichtet, die die familieneigenen Lieder verraten haben, in denen ihre Wasserstellen lokalisiert und beschrieben wurden. Ja? Die Aborigines lebten in einer solchen, wie soll man sagen, ganz genau ausgewogenen Ökonomie, die wirklich funktionierte in einem Gebiet, wo niemand überleben kann. Aber wenn ein Fehler auftrat in ihrer Kette von lebensrettenden Maßnahmen, dann waren sie hin. Ja? Zum Beispiel diese Wasserlöcher, die nicht einmal Wasser hatten, sondern nur Sickerwasser. Die waren in gewissen Abständen verteilt. Und wenn sie nomadisierend gezogen sind und dorthin kamen, dann war dort alle 4 Wochen so viel Sickerwasser, dass wenn sie ihre kleine Schale da hineingesenkt haben und gewartet haben, 2 Stunden, ist so viel Sickerwasser rausgekommen, dass alle einen Schluck Wasser bekamen. Wurde aber dieser Ort verraten und war eine andere Gruppe vorher dort und hat das ausgetrunken, dann war 4 Wochen nichts. Und dann waren sie am Rand schon des Nichtüberlebens, hatten noch eine Reserve zu einem anderen und wenn da auch nichts war, waren sie hin. Ja? Also deswegen diese Maßnahmen. Also wie ich zum ersten Mal auf das gestoßen bin, war ich also so erschüttert, nicht? Liedverrat, ja? Liedverrat wurde mit dem Tod bestraft. Ja? Die Lieder waren ja auch nicht wie bei uns Volkslieder, nicht jeder hört es einmal, lernt es auswendig und singt, nicht? Und es geschieht ihm nichts. Diese Lieder waren, wie die Kunst früher überhaupt, lebenserhaltend. Ja? Dazu fehlt mir jetzt die Zeit, auf das noch einzugehen. Ja? Die Kunst war früher nicht Verzierung von Innenräumen, ja? Sondern die war lebensnotwendig. Ja? Das ist ein gutes Beispiel. Ja? Die Lieder der frühen Aranta zum Beispiel. Ja? Und der Liedverrat konnte den Tod der ganzen Familie nach sich ziehen. Und deswegen wurde er mit dem Tod bestraft, weil Gefängnisse hatten die nicht. Und alle wussten über diesen Zeigefinger Bescheid. Ja? Also ihr seht, wie wichtig das Hinweisen einmal war. Ja? So. Ich kürze jetzt. Ich muss jetzt abkürzen. Ich habe versprochen, 2 Stunden circa. Ich möchte noch den nächsten Film zeigen und möchte deshalb, noch einmal, ja, diesen Jetzt-Augenblick möchte, der auch mit dem Film illustriert wird. Ja? Jetzt. Ich habe das Urelement schon gezeigt. Ja? Die fast alle Kulturen haben Eintoninstrumente entwickelt, die diesen einen Moment hervorheben. Und die Japaner, da gibt es bei den Aborigines, bei den Indianern, überall. Und die Japaner haben natürlich das eleganteste, ich konnte nur ein paar mitbringen, nicht von anderen Völkern. Aber hört diesen einen Klang, ja? Das Ziel ist, so kurz als möglich, ja? So kurz als möglich, so präzis als möglich. Ja? Während andere ist auch schön, aber nicht so schön. Dann möchte ich noch den Synchronismus illustrieren. Wir sprachen von den kleinen Kindern als wegweisend. Ja?
wenn die Kinder gerade so sind, dass sie schon, die können noch nicht richtig schauen und sie haben den Greifreflex, ja, und dann kriegen sie, das kennt jeder, das sogenannte Schepperl in die Hand, ja, und da ist das Baby und ist noch fast blind, ja, lebt, kriegt das in die Hand und dann passiert Folgendes. Das Baby macht ja, Ton wird verursacht durch Bewegung. Ja. Wo Bewegung, dort Ton. Wo Ton, dort Bewegung. Wo Stille, ja, wir haben dort keinen Ton. Wo Stille, kein Ton. Ja. Wir haben im Deutschen diese wunderbare Parallele von halt dich still und sei still. Ja. Genau das Gleiche. Ja. Illustriert auch das. Ne? Weil wenn es nicht still hältst, dann ist auch Ton. Ja, dann ist es auch nicht still. Ja? Und wenn es still ist, musst du dich still halten. Ja? Oder? Was war das erste Schepperl? 5 Millionen Jahre. Eine Schote aus Afrika. Fünf Millionen Jahre im Gebrauch. Das ist Raumtiefe, ja. Dann wurden welche hergestellt, da kam schon die Religion. Das ist ein sehr kurzes, ein noch sehr primitives aus Südostasien. Das hat der Regenmacher gehabt. Und der hat den Regen mit seiner eigenen Stimme gerufen. Ja, früher, zu Beginn der Menschheit, kannten alle Menschen Fremdsprachen. Und zwar, sie kannten die Sprachen aller sie umgebenden essbaren Tiere. Der Vögel, der Säugetiere. Ich habe Tonaufnahmen, wo Pygmäen ihre Jungen unterrichten in der Sprache der Tapire, der Affen, der Tukane, also von Vögeln. Täuschend ähnlich, ja? Die riefen sie mit ihrer eigenen Stimme, dann kamen die, wurden erlegt und aufgegessen. Ja? Die Liebe zum Tierreich, ja? Das Erlernen der Tierstimmen, ja? Und dann der nächste Schritt war, dass sie sagten, naja, wenn der Kuckuck kommt, wenn ich sage Kuckuck, Kuckuck, kommt der Kuckuck. Jetzt wenn ich das mache, das hört der Regen und kommt. Ja? Eine der Grundlagen für Naturmagie, für Religion, das sind die kleinen Irrtümer, ja, die dann passieren. Nicht? Also es gibt immer was stimmt und das wird dann gleich erweitert durch Philosophen oder Wissenschaftler und dann stimmt es nimmer. Ja? So, dann also Vervielfältigung von dem einen, Vervielfältigung das ist die Osterratschen. Ja? Vervielfältigung. Dann kommt wunderschöne Sache. Kröte mit ihrer Stimme. Die meisten Objekte früher hatten eine Stimme. Dann, also ich habe gesprochen über Darstellung. Also die Einheit von Werkzeug und Darstellung, nicht wie zum Beispiel, das ist ja zugleich ein Werkzeug und Darstellung eben von Faust oder Finger. In der neueren Küche haben wir die Darstellung, also
Sie werden das als Wurst ansprechen. Ja, ich kann aber auch sagen, hier handelt es sich um ein paradiesisches, idealisiertes Tier. Ja, und das ist, da ist alles drinnen, was das Tier an Essbaren enthält und alles draußen, was nicht essbar ist. Haare, Zehen, Nägel, Knochen, ist nichts drinnen. Das Tier, wie alle Tiere, die wir kennen, ist rundherum mit einer Haut umhüllt, ja, die das Tier nach außen schützt. Also dasselbe Prinzip, wie ich es kenne vom Ei. Ne? Ei, Wildschwein, haben beide gemeinsam, dass rundherum eine Haut ist. Ja? Also die Würste sind Darstellungen nicht nur zum Essen oder Darstellungen ihrer selbst, sie sind Darstellungen von natürlichen Gegebenheiten. Bei der Wurst kommt auch noch, dann kommen also die Dinge, die später entstanden sind, die Darstellung von Alter, ja, diese Wurst ist Monate alt, ja, diese Wurst aus München, Weißwurst, die muss am selben Tag gegessen werden, die darf's Zwölfeleuten nicht hören. Ja, ein bisschen hier, ein bisschen hier. Und ich weiß etwas über den Fluss der Zeit. Ja, die Kostbarkeit, dünne Kleidung herzustellen. Ja, Seide. Ja. Das ist eine Wurst, ja, ein Wurstradl, Mortadella, ja, beinhaltet also die Essenz vom Schwein, ja, und zugleich ist es wie ein kostbares, leichtes Tuch. Ja. Und wenn ich das esse, dann fühlt der Mund das leichte Tuch und das dicke Schwein, ja. Diese Metapher, ja? Unglaublich. Die Weißwurst ist jetzt nicht, weil die kehrt warm. Dann noch das Überleben. Das Überleben, also die ersten Höhlendarstellungen waren das weibliche Geschlecht. Ja? 40.000 Jahre, Malerei ist nicht sehr alt. Und das findet man noch jetzt im Kaufhaus des Westens. Also reine Pornografie und niemand fällt das auf. Ja? Und das ist ein in Berlin ein beliebtes Motiv. Fast alle Semmeln haben das. Ja? In der Steiermark, wo der Herr Riegler herkommt, ich wage das auszusprechen, heißen die Food-Semmeln. Ja? Da haben sie es auch im Brot, das eine Verherrlichung der Geometrie ist. Ja? Sie sehen ein reines, schönes, reines Rechteck und dann noch das. Ja? Das heißt, unser Stammbaum ist in jedem Objekt drinnen. Das wollte ich noch zeigen, weil es auch eine schöne Darstellung des Hinweises ist, und zwar das der Bilderrahmen. Ja? Und es ist ganz klar, dass alles, was ich einrahme, wird... Sehen Sie? Das ist der Bilderrahmen. Der weiß, das ist der Zeigefinger der Maler. Ja? Was immer ich da, was immer man im Bilderrahmen erscheinen lässt, es wird beachtet. Ja? Und warum schauen die Teller so aus? Das sind Rahmen. Die Teller rahmen die Speise ein. Ja?
Die Teller sagen also, da musst du essen. Ja? Du musst, da draus musst du essen, nicht da, nicht da, nicht da. Da ist das Essen. Ja? Die Teller grenzen, abgrenzen, ja? Die Teller grenzen die Speisen von der nicht essbaren Umwelt ab und zeigen den Weg zur Speise. Ja? Hier drin musst du essen. So. Jetzt ist mir die Weißwurst aufs iPad gefallen. Jetzt noch ein kurzes Wort zum Abschluss. Wir zeigen jetzt noch einmal noch einen Film, der dem ersten Film entspricht wie Yin und Yang. Also was im ersten Film dunkel war, ist jetzt hell. Und was laut und tönend war, ist jetzt schweigend. Zum Ereignisfilm möchte ich noch zufügen, dass das Ereignis analoger Film, ja, also diese Apparaturen, beinhaltet. Und worauf ich draufgekommen bin, das habe ich schon angefangen, dann habe ich den Faden verloren, ist, dass auch der Projektor genauso wie der Löffel zugleich ein Werkzeug ist, um Bewegung oder um Lichtereignisse darzustellen und zugleich ein Abbild, und zwar welches Abbild? Der Hand? Na, am Körper ist es nicht. Es gibt aber auch andere Abbilder, die aus der Natur übernommen wurden. Moment, jetzt fällt mir der Zuckerstreuer. Da ist er. Ja? Hier ist die Metapher der Himbeermilch. Durch Zerstampfen verwandelt worden in ein homophones Ereignis. Während die Himbeeren und die reine Milch polyphon sind, musikalisch gesprochen. Ja? Die Elemente Himbeere und Milch sind getrennt im Mund ihrer Form nach zu analysieren. Ja? Wenn ich einen Brei mache aus Himbeeren und Milch, dann vereinigt das die beiden Elemente, sodass sie formal nicht mehr trennbar sind. Ja? Die Geschmäcker sind vereinigt. Und jetzt kommt diese großartige, rührende Erfindung, der Zuckerstreuer. Ja, die Wolke, aus der es schneit. Sitz. Unglaublich. Ne? Das ist eindeutig, dass vom Himmel durch die Schwerkraft aus einem Behältnis der Wolke fällt der Schnee. Auf meine künstliche Himbeermilchwelt. So. Und so ist auch der Projektor ein Abbild unserer kosmischen Situation. Das heißt, wie ich schon sagte, im Projektor ist eine stetige Lichtquelle, die Sonne. Die brennt immer. Wenn ich ein Objekt im Himmelsraum hätte, das steht und schaue immer geradeaus, dann wird es nie Nacht. Nie Nacht. Die Erde dreht sich. Und der Teil, der zur Sonne schaut, das nennen wir und Gott in der Bibel Tag. Und wenn es sich weiter dreht und man die Sonne nicht mehr sieht, wird es finster und wir nennen es Nacht. Das heißt, so spielt sich der Film ab. Im Projektor wird es 24 Mal pro Sekunde Nacht und 24 Mal pro Sekunde Tag. Und wenn es Tag ist und hell ist, dann kommt das Bild, ein Inhalt. Ja?
Und unser Leben, was wir also nicht immer zur Kenntnis nehmen, spielt sich genauso ab. Ja? In der Nacht ist nichts. In der Nacht wird geschlafen. Ja? Auch der Löwe legt sich neben das Reh und wartet, bis wieder hell wird, dass er es umbringen kann. Aber in der Nacht wird alles angehalten und beide schlafen. Ja? Nacht, Tag, Nacht, Tag, Nacht, Tag, Nacht, Tag. Ja? Also unser Schicksal vollzieht sich in einem 24-Stunden-Rhythmus und ein Drittel davon oder die Hälfte davon, je nachdem, wo man lebt auf der Welt, ist finster. Für mich, als ich diesen Film machte, den ersten Film, den Sie gesehen haben, den zweiten machte ich 2012 als Monument für den damals scheinbar zugrunde gehenden analogen Film, war es die Nachfolge jener Leute, die eben das erfunden hatten. Ja? Jetzt! Ja? Ich war 1960, habe ich den Film gemacht, den ersten. Dann war ich 61 in Afrika mit einer Expedition. Ich habe dann auch darüber einen Film gemacht, der heißt Unsere Afrika-Reise. Da war ich in einem Dorf an einem Nachmittag und die Leute bereiteten ein Fest vor, Ekstase, Tanzen, Trinken und Umfallen. Und, aber vorher, untertags, sind sie nur hin und her gezogen in Prozessionen. Viele hatten Trommeln, sie trommelten aber nicht. Alle versammelt sich schön langsam, wie es Nachmittag, dort geht die Sonne schnell unter, war am Rand des Dorfes und da war ein großer Ausblick auf den flachen Horizont. Und dann begann die Sonne zu sinken, wurde immer schneller und ich wusste nicht, was geschieht, niemand hat mir was gesagt und ich habe halt auch hingeschaut wie die anderen. Und dann war dort der flache Horizont und dann kam die Sonne und schlug auf der Erde, ja, oder berührte die Erde. Und in dem Moment hat der erste Trommler einen Schlag gemacht. Ja. Und sein Medium war die Erde und die Sonne. Ja. Boom! Und dann ist losgegangen. Ja. Und mir sind die Tränen gekommen, ich war völlig erschüttert, zu sehen, wo mein Bedürfnis herkam, ja, wo, was die eben, die lebten in einer frühen Metallzeit, Rande Steinzeit, und die haben sich so ihr Synchronereignis gebaut, welches also die ganze Erde einschloss und den Himmel und die Sonne. Aber, und jetzt, ich musste ja auch überleben in der Betrachtung, sie hatten eins pro Tag, ja, und ich hatte 24 pro Sekunde. Ja? Schwächer, mickriger, aber schneller. Ja? Und das ist auch was, ein bisschen was. Ja? Gut, und damit schauen wir jetzt noch, bitte Herr Kels. Ich möchte noch Herrn Kels vorstellen, der so lieb ist, mir heute mit dem Film zu helfen. Ich hatte die Ehre, sein Lehrer zu sein. Er war mein bester Student und er lebt hier in Berlin, viel zu wenig beachtet. Und also ich empfehle ihn und seine Filme aus ganzem Herzen. Und er hilft mir heute hier. Bitte danke Sie ihm. Bitte schaut zu, was hier geschieht. Das ist ganz wichtig. Wir haben also den Kasten, der diese Sonne beinhaltet, die jetzt nicht leuchtet. Die wird erst... da habe ich ein Beispiel. Bitte schaut es noch einmal... Nein, später dann. Wir machen
Dann kurz finster, ich möchte was zeigen. Frau Bruschke, sind Sie in der Nähe? Ach so, ist schon. Einen Augenblick, ja. Ja, unterbrechen Sie, ich weiß. Unterbrechung. Und ich zeige jetzt, wie sich im Lauf der Zeit die Ereignisse, die man Gott zugesprochen hat, ja, nämlich mit dem Wetter zu arbeiten und mit den Elementen, dass man, dass das heute jedem zur Verfügung steht. Und zum Beispiel sagte Gott, es werde Licht. Ja? Achtung! Sehen Sie? Unglaublich. Ja? Was? Und jetzt bin ich Gott und mache wieder Nacht. Ich habe den Tag ausgeblasen. Können wir wieder Licht haben? Nach also das mit Zündholz war ein bisschen eine Imitation eines Elements. Ah, ja, danke. Ja, könnte jemand da zumachen, bitte dann? Ah, ist es schon zu? Ja, das ist wurscht. Eher, ich möchte nur, dass da eine, dass das zu ist. So, dann geht schon. Au, Moment, Vorsicht. Danke, geht schon. Ja, okay. So, dann müssen wir das wegstellen. Ja. Also dieser Faden der Ariadne wird jetzt eingebracht in dieses Gerät, dessen Mechanik durchaus vor 1900, 1800 liegt. Ja, das ist alles, sind diese kleinen Finger, die greifen in die Löcher hinein, die transportieren weiter. Vor dem Licht befindet sich eine kreisende schwarze Fläche, die 180 Grad abgeschnitten ist, also zwei Hälften, ja, und die macht es hell und dunkel, indem sie ganz normal einfach rundherum kreist, so wie die Erde um sich selber kreist, ja, kreist diese Scheibe. Und in der Zeit, wenn das Licht verdeckt ist, greifen die Finger in den Film ein und transportieren sozusagen den Inhalt des nächsten Tages wieder an die Stelle, wo es dann Licht wird. Also wir haben hier genauso eine Skulptur, die eine Erkenntnis über die Tatsache unserer kosmischen Situation beinhaltet. Herr Kels, ich bleibe jetzt da hier sitzen und wir machen so, wie Sie es wollen.
Applaus